Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, hier ist wieder euer Ludovico von Spielenburg bei schlechtestem Wetter am Pier, bereit aufzubrechen zu unserem guten neuen Freund Jesper, um mit ihm zusammen die Wohnung eines toten Magisters zu durchstöbern. Was für ein Spaß. Aber zuvor werden wir einmal einen Blick auf die Tagebücher werfen, die wir gefunden haben. So, Jeros Tagebuch, erster Brief. Gestern, als Sira und ich unter dem alten Baum saßen, sagte sie etwas, das mir nicht aus dem Kopf gehen will. Das größte Übel in dieser Welt ist das Vergessen der eigenen Ideale. Diese Briefe sollen meinen Weg aufzeichnen und mich immer wieder an das erinnern, was mir wichtig ist. Gestern kam ein Hüter ins Dorf, um mir das Noviziat anzubieten. Er sagte, die alte Martha hätte mich empfohlen und dass ich ungebundene Magie in mir trage. Es fällt mir schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen, aber vermutlich trifft Dankbarkeit es am besten. Endlich trägt meine harte Arbeit Früchte. Das bringt mich auf einen seltsamen Gedanken. War es auf eine bittere Art und Weise sogar gut, dass Mutter starb? Es hat mir die Augen geöffnet. Früher war es mein einziger Wunsch, Vater stolz zu machen. Einen Fischer. Heute kann ich nicht anders als Unverständnis beim Anblick all der Dorftölpel zu empfinden, die mich umgeben. Tag ein, Tag aus dasselbe. Sie stehen auf, sie arbeiten und abends betrinken sie sich. Ist das denn alles, was sie vom Leben wollen? Sehen Sie denn all das Übel, das um Sie herum geschieht, nicht? Empfinden Sie denn nicht auch den Wunsch, etwas zu ändern? Sira ist anders. Sie versteht, was mich treibt, und wir teilen den Traum. Nun müssen wir es nur noch schaffen, eine Lehrlingschaft in Ark für sie zu finden. Aber ich bin hoffnungsvoll. Jero Sonnenwind, Novize. Gut, offensichtlich scheint es ein Audiobook zu sein. Und ich werde es nicht vorlesen. Ja, dann mach mal weiter, mein Lieber. Zweiter Brief. 15 Jahre sind seit dem letzten Brief vergangen. Sira und ich leben nun beisammen in einem kleinen Haus im Südviertel Arx. 5 Jahre ist es her, dass ich die heilige Prüfung abgelegt habe. Aber anders als früher will ich nun nicht mehr dem militärischen Flügel des Ordens beitreten, sondern Magister werden. Warum? Weil die Kinder dieses Landes seine Zukunft sind und schon genug Blut in der Welt fließt. Vor 2 Wochen hat die Truchessa unserem Entwurf der Armentafel zugestimmt. 2-mal jährlich verpflichtet er jeden wohlhabenden Arker, eine Handvoll Groschen an den Orden zu zahlen, aus denen dieser für die Unterstädte einmal pro Woche eine warme Mahlzeit bereitstellt. Die Reaktionen der Bürger stimmen mich bitter. Für sie sind diese Groschen nur ein Parfum weniger. Für die armen Seelen dort unten der Unterschied zwischen Leben und Tod. Aber dennoch protestieren sie wie die Wahnsinnigen. Ich werde diese Menschen nie begreifen. So wütend es nur noch klingt, ich bin glücklich. Mein Leben erfüllt mich mit Sinn. Und ich habe das Gefühl, meinen Zielen näher zu kommen. Und ich habe Sira, die nach all den Jahren immer noch bei mir steht. Seltsam. Obwohl ich weiß, dass du diese Zeilen nie lesen wirst, habe ich das Gefühl, dadurch mit dir sprechen zu können. Ich liebe dich, Sira. Ich liebe dich wirklich. Aber wenn sie zusammen wohnen, warum spricht er denn dann nicht mit ihr? Naja, Jeros. Nein, nein, nicht nochmal der zweite Brief. 15 nein. Jahre. Ja, 15 Jahre hip oder hopp. Der dritte Brief ist unser Ziel. Sira ist tot. Oh. Getötet von 2 Unterstädtern, als sie die Armentafel vorbereitete. Wie schnell diese Worte geschrieben sind. Aber wie kann ich diesen Schmerz, diese Leere, auch nur annähernd ausdrücken? Sira sagte immer, es hilft, Gefühle niederzuschreiben. Aber das tut es nicht. Ich sitze hier, starre auf die trocknende Tinte. Und die Zeilen erscheinen mir wie die Worte eines Fremden. Fremd. Alles fühlt sich fremd an. Ich fühle mich fremd, wenn ich morgens aufstehe
Ich fühle mich fremd, wenn die Sonne hinter den Wolken verschwindet. Fremd, wenn ich abends allein in diesem viel zu großen Bett liege. Der Pfad verurteilt den Freitod als Sünde, da jeder von uns im Leben eine Aufgabe zu erfüllen hat. Aber ist das hier die meine? Wer bin ich? Wo stehe ich? Mir bleiben nur noch höchstens 30 Winter, wenn keine Krankheit mich holt. Und zurück blicke ich auf eine Spur aus gescheiterten Träumen. Unsere Armentafel hat zu Schlägereien und Morden an den Banketten geführt. Und die Reichen weigern sich mehr und mehr zu zahlen. Und vor mir nichts als Nebel. Mir fehlt die Kraft, weiterzukämpfen. Mir fehlt der Glaube. Sag mir also, Malphas, ist das meine Aufgabe? Zu scheitern? Meine Gedanken sind ein einziges Chaos. Und ich bin zu müde, um weiterzuschreiben. Das ist natürlich eine definitiv unschöne Geschichte, aber bisher meiner Meinung nach noch nicht genug Anlass, einen ganzen Raum voller Schüler, zu ermorden und in die Luft zu sprengen. Das erscheint mir immer noch nicht schlüssig. Nun ja. Wir werden sehen, wohin uns das alles führt. Ja, alles wird gut, Ludo. Alles wird gut. Oh, was ist das denn für... Oh. Lebst du? Hallo? Lebst du? Hey. Nein, lebt nicht. Ja, hi. Die große Krabbe lebt nicht. Ich weiß nicht, ob das schön oder traurig ist. Naja. So, was haben wir denn hier? Ist das sein Haus hier mit angebautem Minenschacht? Oh, eine Eispranke, wie nett. Das ist ja Jeros Haus. Ja, doch, wir sind richtig. Gut und Dach. Unzugänglich, hier war wohl schon jemand. Ja, oh, wir können endlich mal wieder ein Schloss nicht knacken. Ah, das wollen wir doch wohl. Nein! Aha. So, das Schloss ist geöffnet und dahinter ist ein Seelenstein, Mana-Trank, Genesungstrank. Oh, ein Stab der Heilung, das klingt ja super. Den Besen lassen wir mal da, wo er ist. Das Set des für die Fußstapfen des... Nein, nimm die doch gleich mit. Was haben wir hier? Frieden... Oh. Verdorbener Käse? Ja, warum nicht? Den Kessel brauchen wir jetzt aber wirklich nicht. Da ist eine Schmuckschatulle. Interessant. Interessant. Ups, nein. Die Rücken. Bitter. Aha. Ja, deswegen bin ich auch nicht Schurke. Erhöht das Mana um 12 Punkte. Das klingt super. Wir tragen derzeit auch eine Kette. Ja, genau die gleiche. Da ist ein Skelett. Der Kürschner und die Wildmagie. Das klingt ja spannend. Das lesen wir von anders. Das ist Kürschner und die Wildmagie. Oh, da ist Saal. Jetzt ist aber auch mal gut, nicht wahr? So. Muss ich noch jemand prügeln? Noch jemand bereit ist, mit Ludo aufzunehmen? Was ist denn hier zum Geier passiert? Da ist ein Groschenbeutel. Magischen Disziplin Entropie. Ja, darüber erfahren wir bestimmt noch mehr, wenn wir das Buch denn tatsächlich lesen. Noch ein bisschen Hängemoos irgendwo. Kleiner Rucksack und Lederharnisch. Wundervoll. Hier ist dann sein Schlafzimmer, ist, glaube ich, eine mutige Aussage nach derzeitigem Stand. Gehen wir mal in Jeros Keller.
Da sind wir auch vor dem Wetter sicher. Das ist ja furchtbar. Da fühlt man sich auch gar nicht wohl, wenn es dann die ganze Zeit so regnet. Das ist aber heimelig hier. Hallo? Feine Kleidung. Ja, die brauchen wir bestimmt noch, wenn wir uns mal irgendwo verkleiden. Na, da ist ein Dieb. Er hat einen Schädel dabei. Und ein Lederharnisch, der mehr als 20. Oh Gott. Was zur Hölle? Oh, da ist eine Druckplatte am Boden. Das hätte man auch sehen können. Chaos Nova. Das klingt ja spannend. Da singt jemand. Da ist der Phasmalistentisch wieder. Aber das, damit haben wir nichts am Hut. Da ist Feuersalz, Ektoplasma. Ektoplasma, wunderbar. Was ist denn hier? Ein kleines Gärtchen. Hängemoos, ja. Und schon sind wir wieder im Spiel. Da haben wir eine Eispranke. Da haben wir die offensichtlichste Falle überhaupt. Jetzt eine gute Pfeife. Ach, Jesper, du sollst doch nicht. Was machst du denn da? Du bist gruselig. Hi, na? Na, wenn das nicht mein neuer Freund ist. Und? Fündig geworden? Absolut, da war gerade ein Erinnerungsbuch. Na, Jesper, wie ist die Lage? Na, wenn das nicht mein neuer Freund ist. Und? Fündig geworden? Absolut. Ich habe den alten Mann getroffen, den Alfred, von dem er erzählt hat. Und so, folgendes. So. Das wird den Orden auf jeden Fall interessieren. Gute Arbeit. Bleibt noch die mysteriöse Hinterlassenschaft im Wasser. Ich sehe mich in der Zwischenzeit hier weiter um. Nein, Jesper. Nicht nötig. Ja, überhaupt bevor, aber habt ihr denn schon was gefunden, Jesper? Ja, einen abgesperrten Bereich, gleich hier hinten. Irgendwoher kommt mir dieser Mechanismus dort auch bekannt vor, aber ich habe vergessen, woher. Gebt mir noch etwas Zeit. In Ordnung, dann bin ich jetzt wieder dran. Hier, ich habe eine Schatulle im Wasser gefunden und da drin waren Jeros Audiobooks. Tagebuchmäßig, aber 3 Einträge über irgendwie 40 Jahre verteilt. Interessant. Ich kannte die Umstände nicht, unter denen seine Gefährtin gestorben ist. Das nenne ich mal traurige Ironie des Schicksals. Ermordet von denen, denen man helfen mochte. Aber gut, jedes bisschen hilft uns weiter. Der Orden wird diese Briefe sehen wollen. Dann hätten wir jetzt fast alles beisammen. Gute Arbeit. Ja, jetzt nochmal. Jesper, habt ihr jetzt was gefunden oder nicht? Ja, und jetzt weiß ich auch, was damit anzufangen. Kommt mit. Na, das ging ja plötzlich. Moment. Ah, was passiert? Nein, wartet auf mich, Jesper. Guter Jesper, nein, wartet doch. So, wo ist er denn? Passt man einmal nicht auf. Ach, da unten ist er. Ah, da war ein großen Keller. Der Magisterjob. Oh, muss gut bezahlt sein. Ha, Magie Teil 4. Aber bevor wir nicht die Teile 1 bis 3 haben, ist das auch nicht viel wert. Hier ist was zum Ausruhen. Es tut mir leid, Jesper, aber wir müssen Prioritäten setzen. Oh, Krustenbrot, Karotte und Apfel. Ein Seelenstein, ein Lederhelm. Oh, Schnelligkeit. Hymikum, Schnelligkeit. Erhöht eure Geschwindigkeit in Wolfsform. Ja, interessant, interessant. Also Jero hatte ja schon... Der war ja gut ausgestattet, das kann man ja nicht anders sagen. Das? Bitte sehr, ein sogenanntes Sternlingschloss. Und ich verwette meinen Allerwertesten darauf, dass sich eine weitere Antwort hinter diesem Gitter befindet. Darf ich wieder runterkommen? Und außerdem, was ist ein Sternlingschloss? Das habe ich ja wirklich noch nie gehört. Wundert mich nicht. Solche Schlösser findet man normalerweise, wenn überhaupt, in Schatzkammern oder Burgen. Aber knacken kann man sie trotzdem.
Nur, das wird sehr schwierig, wenn wir die richtigen Bolzen nicht haben. Die richtigen Bolzen? Braucht man die, um das Schloss zu öffnen? Normalerweise ja. Eigentlich ist es simpel. Für jedes Schlüsselloch gibt es einen passenden Holzstift. Steckt man den dann hinein, rastet er ein und sind alle Schlösser eingerastet, öffnet sich die Tür. Hat man jedoch die passenden Bolzen nicht, sollte man sich auf den frustrierendsten Einbruch seines Lebens vorbereiten. Es sei denn, man kennt einen alten Trick. Und den kennst du, Jesper, nicht wahr? Wie sieht dieser Trick aus? Man kann anstelle der Bolzen normale Holzstäbe in das Schloss einführen. Die zerbersten dann zwar nach ein paar Sekunden, aber wenn man es schafft, alle Stäbe in die Schlösser zu stecken, bevor sie brechen, kann man den Hebel umlegen und so den Mechanismus überlisten. Es kommt also nur auf die Geschwindigkeit an. Verdammt. Also, ich schlage vor, ihr lauft die Schlösser ab und ich stelle mich auf die Druckplatte. Seid ihr bereit? Ich bin bereit geworden. Wunderbar. Hier sind die Hölzer. Gut, macht euch bereit. Und los. Okay, hier ist eins. Da ist eins. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Okay. Der größte Abstand ist von hier zu diesem hier. Das bedeutet, ich würde mal behaupten, wir fangen bei dem hier an und machen uns na? Na bitte! Oh. Wir sind ein gutes Duo, wirklich. Dann lasst uns doch mal sehen, was der alte Magister hier unten versteckt hat. Ja, lasst uns das, lasst uns das. Hui, also ich bin ganz ehrlich, das war ja richtig körperliche Arbeit. Und der Stress, meine Güte, der Stress. Ich würde behaupten, wir machen hier erstmal ein kleines Päuschen, schauen uns in Ruhe um und machen dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin habt eine schöne Zeit und viel Spaß. Euer Ludovico von Spielenburg.